Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ja, lang ist das letzte Video her. Ich meine, es müssten jetzt circa 2 Wochen sein, dass ich das letzte Mal was gepostet habe. Das hat auch mehrere Gründe. Zum einen, der EJ6 ist immer noch nicht fertig. Ja, also es geht mir immer noch übrigens tierisch auf den Sack. Aber das Problem ist einfach auch zeitbedingt. Nicht nur, weil ich morgens in der Uni sitze und es sehr früh dunkel wird. Ja, und ich dazwischen halt nur eine sehr kurze Spanne Zeit habe zum wirklich am Auto arbeiten, aufgrund dessen, dass Lichtverhältnisse trotz Taschenlampe immer so ein bisschen eklig sind und das halt schwierig ist, dann wirklich alles fertig zu machen. Und wir hatten verschiedene Probleme jetzt mit der Motorkontrollleuchte. Aktuell ist die Airbag-Leuchte noch ein bisschen so das Problem. Da sind noch ein paar kleinere Fehler, die ich ausblinken muss und dann quasi beheben muss. Das werde ich euch alles zeigen, wenn das Auto fertig ist. Dann werde ich euch genau erklären, was ich gemacht habe, wie ich es ausgeblinkt habe und wie ich das Ganze behoben habe. Weil es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich, wie gesagt, das hatte ich auch, glaube ich, im letzten Video schon gesagt, wenn ich für jeden Fehler quasi ein Video mache und dann ja, ein ganzes Video lang irgendwie versuche, den zu beheben. Und dann vielleicht auch gar keinen so wirklich großen Erfolg habe damit. Das ist für euch ja auch nicht ganz so spannend zu gucken. Jedenfalls gibt es auch noch einen zweiten Grund, warum ich wenig Zeit habe, und das ist Hochzeitsstress. Ja, also einige meiner Abonnenten wissen es, ich werde in, mittlerweile sind es nur auch, glaube ich, 10 Tage oder was. Acht Tage, guckt mal. Kommt gerade aus dem Off vom Gartenzwerg, ihr kennt ja Kimi. Ja, und das ist die junge Dame, die ich in 8 Tagen heiraten werde. Ja, also von daher, es ist ein bisschen zeitlich auch eng, weil wir müssen super viel organisieren. Das heißt, meine Tage sind, wenn nicht am Auto verbracht, dann meistens irgendwo, um irgendwas für die Hochzeit zu planen, kaufen, organisieren, wie auch immer. Das heißt, es ist einfach momentan alles ultra stressig. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich kann euch sagen, ab Dezember, ja, beziehungsweise, ja, ab Dezember wird es noch nicht ganz so wieder mit Vollgas losgehen, weil dann kommen ja auch die Feiertage, es kommt Weihnachten, kommt Neujahr. Und alles so dazwischen. Naja, es wird wahrscheinlich erst so Richtung Januar wieder richtig losgehen, richtig losgehen. Aber im Dezember kommt schon mal wieder richtig guter Content. Da kommt dann wieder ein bisschen mehr Content, weil ich habe eine richtig geile Überraschung für euch. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, also ihr seht das immer eingeblendet am Anfang des Videos. Ich mache das hier, glaube ich, auch nochmal rein. Genau so. Die Leute wissen schon, worum es geht. Ja, ich habe da ein kleines Sneak Preview ja, gepostet. Soll ich eigentlich schon sagen, worum es geht, Kimi? Was meinst du? Nee. Aber ich sag mal so, es wird groß und das wird gut. Ja. Und es wird sehr viel auf euch zukommen. Es wird auch sehr viel auf mich zukommen, weil es ist auch was sehr Teures, was im Dezember kommt. Aber es wird gut. Und es wird echt gut und es wird echt verrückt. Und ihr dürft echt gespannt sein. Sag ich eigentlich zu oft echt jetzt gerade? Ich glaube schon. Es wird auf jeden Fall super und ich freue mich extrem jetzt auf den Dezember. Ich bin top motiviert und werde super, super viele Videos drehen. Es wird so sein, dass ich dann ab Dezember mehrere Videos an einem Tag aufnehme. Warum, weshalb, das werdet ihr dann alles erfahren. Ich freue mich. Ich würde es am liebsten euch alles schon erzählen, aber es macht dann einfach diese Vorfreude kaputt. Also wirklich, haltet durch bis Anfang Dezember und ihr werdet echt vom Hocker gehauen. Das ist alles jetzt, also was im Dezember passiert, ist alles jetzt in den letzten Tagen entstanden, außer ein größeres, ja, ein größerer Teil davon. Der ist quasi schon seit längerem geplant. Auch da habe ich auf Instagram, glaube ich, so ein kleines Sneak Preview, oder ich habe zumindest in meinen Beiträgen, ja, könnte man es erahnen, worum es gehen sollte, aber das ist schon was seit mehreren Monaten geplant ist und es wird, deswegen muss das Coupé endlich fertig werden, also damit ihr auch wisst, warum mich das nervt und warum ich da jetzt endlich fertig werden möchte, weil ich kann auch nicht am EJ9 weitermachen, weil, naja, wie gesagt, ich muss jetzt leider bis Dezember warten und es kommt die Hochzeit dazwischen. Das heißt, es ist mit Schrauben auch sowieso weniger. Und erst dann kann ich richtig Gas geben. Moment, da kommt ein Zettel aus der Regie. Kommen Sie mal bitte her. Ach ja, genau, wo wir gerade noch dabei sind. EMS, ja, Essen Motorshow ist ja auch noch im Dezember. Oder ist sie schon Ende November, ne? Am 29. ist die Pressekonferenz, das weiß ich wohl. Da ist Pressetag.
Aber auf jeden Fall Ende November, Anfang Dezember ist Essen Motor Show. Ich werde dazu noch ein separates Video auf jeden Fall machen, wann man mich dort vielleicht, wenn man möchte, antreffen kann. Ich weiß, wir sind keine riesen Community, aber vielleicht ist ja jemand von euch da, hat Bock, mal Hallo zu sagen, weil ich werde auf der Essen Motor Show kein separates Video drehen, das mache ich nicht. Was? Ja, das machen schon 100 andere Leute. Also, aber ich wollte doch mal nicht mit ins Drift-Taxi die Kamera nehmen. Ach so, ja gut. Okay, aus dem Off kommt, vielleicht drehen wir ein Video, ich weiß es nicht, ich muss es mir noch überlegen, weil es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute, die auf der EMS ein Video drehen werden, deswegen muss ich mir das auf jeden Fall überlegen. Dann noch was zum Video vom Oldtimer-Tag in Schermbeck. Ihr wisst ja, wir waren eingeladen und das wird auf jeden Fall nochmal hochgeladen, also das muss ich nochmal bearbeiten. Und da wird es eine zweite Version von geben mit anderer Musik, ein bisschen anderen Schnitt. Das wird allerdings noch ein paar Tage in Anspruch nehmen, weil, ja, wie gesagt, zeitlich ist es halt aktuell ein bisschen schwierig. Da kommt schon wieder... Ja, wie gesagt, das wird noch ein paar Tage in Anspruch nehmen. Der kommt doch einfach her. Wird auf jeden Fall noch ein paar Tage in Anspruch nehmen. Da wird auf jeden Fall noch eine zweite Version davon rauskommen. Die erste wurde, glaube ich, auch ganz gut geklickt. Ich habe gerade mein Handy nicht da, ich kann leider nicht gucken. Dann wird es ein sehr ungewöhnliches Video auf dem Kanal geben. Ich weiß nur noch nicht, wie weit nach der Hochzeit, aber es wird ein Hochzeitsvideo auf dem Kanal geben. Das hat sich meine bessere Hälfte gewünscht und dem Wunsch werde ich nachkommen und möchte euch natürlich auch ein bisschen an meinem privaten Teil haben lassen, weil ich denke, dass das Ganze... Was steht da drauf? Juhu, steht da drauf. Wahnsinn. Ich möchte auch euch an meinem privaten Glück teilhaben lassen und das Ganze auch ein bisschen ja, mit euch teilen, weil... Ich wurde darum gebeten, auch ein bisschen was Persönliches auf dem Kanal zu posten. Das werde ich dann natürlich auch tun. Und entsprechend wird es dann auch bald wieder eine Storytime geben. Ich habe mir auch schon überlegt, worüber. Also auch da könnt ihr sehr gespannt sein. Ja, und ich werde auch noch ein paar andere Geschichten aus dem Nähkästchen plaudern. Und werde euch zu ein paar Orten auf jeden Fall mitnehmen, weil ich glaube, das könnte sehr spannend sein. Dass ihr einfach so ein bisschen was auch über mich erfahrt. Und das kann so ein bisschen die Off-Season überbrücken, weil ihr wisst ja, jetzt ist das Auto, also der Civic ist offiziell jetzt quasi in der Winterpause. Entsprechend werden wir natürlich da andere schöne Sachen finden, die wir machen können. Und auch der B-Swap ist geplant. Und da steht nichts mehr auf. Gut. Auch der B-Swap ist natürlich nach wie vor geplant, der kommt natürlich auch, aber es wird auf jeden Fall teuer, weil ich werde euch auf jeden Fall noch in einem separaten Video erzählen, was alles an Parts kommt für den B-Swap und das wird gut. Das wird sehr gut. Ne? Und wie gesagt, da gibt es noch sehr, sehr viel Großes ab Dezember. Und ja, damit ihr halt wisst, warum ich jetzt so lange inaktiv war. Es ist nicht, weil ich keine Lust auf euch hätte oder keine Lust auf YouTube habe. Es ist einfach momentan zeitlich extrem schwierig. Und ja, wie gesagt, der EJ6 ist halt immer noch in der Garage. Und der Fortschritt ist ein bisschen weniger, als ich eigentlich gerne hätte. Aber einfach auch nicht genug für ein Video und irgendwie auch nicht spannend genug für ein Video. Deswegen, wenn es noch ein paar Sachen gibt, die ich euch erklären kann und erklären werde, dann werde ich das tun, wenn das Auto fertig ist. Dann werdet ihr auch nochmal so einen Rundumblick von dem Auto bekommen. Ja, dann werdet ihr vielleicht so eine Art Carporn, ich weiß nicht, wahrscheinlich ja noch nicht, weil der Wagen ja noch lange nicht fertig ist, aber... dann werdet ihr auf jeden Fall was sehen. Ach, und noch ein kleines Update kam aus der Regieabteilung. Die Regieabteilung sitzt da unten, da. Ja. Und da kam noch die Info. Ihr wisst ja, wir hatten ja lange Zeit den Punto. Dieses schöne schwarze Miststück. Hey! Also dieses schöne schwarze Stück italienischer Ingenieurskunst. Ja, also Ingenieurskunst at its best, ja, Fehler auslesen, löschen und sowas konntest du vergessen bei dem Ding. Deswegen ist das Teil jetzt auch weg endgültig. Wir haben es für einen Apfel und ein Ei verkauft jetzt im Endeffekt, weil dieser verdammte Airbag-Fehler wollte sich nicht löschen lassen oder wollte sich auch nicht auslesen lassen, weil das Ding trotz 98er Baujahr einfach eine Steinzeit-Auslesetechnik gehabt hat und es hatte keine Werkstatt irgendwas zum Auslesen. Heißt also, wir haben es jetzt verkauft, das Auto, sonst hätten wir den tatsächlich noch über den Winter gefahren mit Sicherheit. Oder ich zumindest, aber so ist er jetzt auf jeden Fall weg. Ja, ja, aber die Erinnerung bleibt ja mit diesen schicken Videos, wie beim Autowaschen, Tachoumbau. Lustigerweise, Tachoumbau wurde mir auf Instagram geschrieben von jemandem, der das nachgebaut hat. Oder
selbst ein Drehzahlmesser nachgerüstet hat, dass das super geklappt hat. Entsprechend weiß ich, dass meine Videos helfen, dass sie gut ankommen. Und ja, das freut mich, wenn ich jedem helfen kann. Auch beim Jazz-Zündkerzen-Video habe ich jetzt erst die Tage unterm Video gelesen, dass jemandem das geholfen hat, sich hohe Werkstattkosten zu ersparen, weil er jetzt wusste, dass hinten auch noch 4 Stück sind. Auch das freut mich natürlich immer wieder zu lesen und zu hören. Super, top. Und da würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Wann das kommt, weiß ich nicht. Ja, aber es kommt. Ich kann es noch nicht sagen, ob es jetzt das Hochzeitsvideo sein wird oder davor eins mit dem EJ6. Aber auf jeden Fall seid gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.